Ich bin einfach beglückt, so eine gute Organisation gefunden zu haben, die German Doctors. Das ist einfach irre schön zu sehen, wie sie wirklich versuchen, diese Strukturen, die da sind und diese tollen Menschen, die sehr willig sind, auf die Spur zu bringen. Es ist natürlich echt ein hartes Brot, das bekannt zu machen, weil es so viele Projekte gibt. Und ich meine, ich bin auch nur eine Serientante und die Leute wollen es irgendwie nicht mehr hören bei all den Problemen, also schlimm genug, die die Welt hat und so. Es ist wirklich ein hartes Brot, diese Spenden zu akquirieren. Beispiel ein Moskitonetz, was wirklich unglaublich hilfreich ist. Das kostet, ich weiß nicht, 5 €, also 5 € oder sowas. Und es gibt auch, ja, man braucht ja auch Verbandszeug und so weiter. Aber es ist, ich meine, die Masse macht das ja auch. Ne? Das ist auch Kleinstspenden werden irgendwann 100 € und dann hat man schon, ich weiß nicht was, eine OP zusammen oder eine Anästhesie oder. Ja, also auf jeden Fall Geld, es hilft in jedem Fall weiter. Können Sie das beziffern, Frau Witte? Also was ich nun ganz genau weiß, ist, weil mich das damals, so letztes Jahr sehr beschäftigt hat, das war so ein kleiner Junge, Mansour, werde ich niemals in meinem Leben vergessen, der hat dann relativ schnell eine Tetanusinfektion, also Wundstarrkrampf entwickelt. Natürlich konnten wir dieses Kind mit Antibiotika behandeln, aber in diesem ganzen Land gab es kein, sagen wir mal, Notfallmedikament für das Tetanus, was diesem Jungen das Leben gerettet hätte. Der hat dann halt eben wirklich innerhalb 3 Tage immer wieder diese Wundstarrkrämpfe bekommen. Und ein Wundstarrkrampfkind kämpft so dolle, dass die Wirbelkörper brechen können. Ja? Und dann guckt man dazu und kann nichts machen als Arzt. Eine Tetanusgabe, Akutgabe, sind 24 Euro. Ja? Das sind 24 Euro, wo man im Grunde genommen ein Leben mitretten kann. Also es ist mir wirklich so ein Anliegen zu sagen, Leute, wir haben hier auch, wir sterben auch privilegiert, ja, das müsst ihr euch mal, also wieder gestorben wird, das ist auch nicht schön, das ist natürlich auch ein Krepieren oft, ja, weil da gibt es keine Palliativmedizin, ja, da gibt es keinen, da wird so ein Brustkrebs von A bis Z durchlebt mit allem, was das mit sich bringt, mit Schmerzen, mit, ja, furchtbar, mit Siechtum. Und das muss man da in der Hitze in irgendeiner ganz simplen Hütte durchhalten, durchziehen. Ja, auch da sind wir so privilegiert, deswegen, ich finde, wir müssen was abgeben davon.